Vergeblich dieses Recht auf Stadt ein. Muss der Mensch e.V. und wir kämpfen seit fast 10 Jahren für ein kommerzielles, soziokulturelles Zentrum in dieser Stadt. Ein Freiraum, in dem alle Menschen Persönlichkeit frei entfalten können, unabhängig von finanzieller und gesellschaftlichem Zwang. Bei all dem Leerstand sollte das kein Problem sein, sollte man meinen, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen und so auch der Kampf des Bauwagenplatzes. Schluss mit den Übergriffen, sonst werden die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt übergriffig.